schon, sie hat es verdient. Hannah! Was ist hier los? Wo will meine Schwester hin? Es war nur ein Spaß, Han. Oh, verfluchte Scheiße. Erstmal muss ich sagen, ich bin super begeistert, alle meine Freunde wieder dabei zu haben beim alljährlichen Blackwood Winterausflug. Ich möchte wirklich ein paar schöne Stunden mit jedem einzelnen von euch verbringen und Augenblicke teilen, die wir nie vergessen werden. Zu Ehren meiner Schwestern. Ich muss erstmal zu Sam. Verdammte Scheiße! Und ich musste nach hinten. Und neben Josh, als Banknachbarn. Boom. Schmetterlingseffekt. Mann, mit jedem Aufstieg kommt mir der Berg höher vor. Ach ja? Das denke ich mir auch immer. Ja, komm schon, du warst so oft hier. Für dich schrumpft er doch sicher. Ja, das stimmt wohl. Dann sorgst du mir mal für ein paar Handymasten. Ich habe schon Entzugserscheinungen. Hast du mal eine Million Dollar für mich? Dann kriegst du die Dinger sofort. Witzig, dass du das sagst. Ich hab sie in der anderen Jacke. Ups. Hey Leute, war der Aufstieg okay? Ja. Na, oder weniger. Aber es ist schön, dich zu sehen. Was ist mit ihm? Valaki leskelődik már. Yo, yo, yo! Steigt hier oben mal die Party, oder was? Klar, Mann. Hey, geht's dir gut? Muss echt hart sein ohne deine Schwester. Stop. Ich meinte nur das... Nein, ich weiß, was du meinst. Mann, ehrlich, ich bin drüber weg. Ich will nur, dass wir eine schöne Zeit haben, weißt du? Genauso wie es früher war. Verdammt, das blöde Ding. Vereist. Was sonst? Okay. Vielleicht gibt's noch einen Weg rein. Ich megpróbálok úgy játszani, ahogy amilyen én lennék. Es gibt sicher ein Fenster um die Ecke, das wir vielleicht. Ja, persze, ez közben jön, hogy ez csak egy játék. Mint a telefonos dolog, nehogy belenézz az ember. Ich glaube nicht, dass es ist, wenn du da wohnst. De na. Hey, nicht, wenn ich die Cops nicht rufe. Geh mal voran, Kumpel. Hey, Ash. Hey, Chris. Und? Wie läuft's bei dir? Gut nur. Etwas kalt. Ich bräuchte jetzt ein warmes, kuscheliges Feuer. Ja, das hört sich verlockend an. Na, menjünk. Még beszélhettem volna kis csájjal. Na ne, mindegy. Ha visszamenni már, hülyeség lenne. Sie schlägt ein wie eine Bombe aus dem Nichts, oder? Ich will ihr am liebsten den Parker runterreißen und mich mit ihr im Schnee wälzen, klar? Ja, absolut, Mann. Wann willst du denn die Kleine ins Bett kriegen? Als hätte ich da Chancen. Komm schon, Mann, sie verbringt doch praktisch ihr gesamtes Leben nur mit dir alleine. Ja, aber nur als Freunde. Hör zu, Alter. Sieh dich um. Sieh dir die herrlichen Berge an. Siehst du hier irgendwo Eltern? Ich meine, gibt's irgendwo ein perfekteres, super Szenario, so vollgepackt mit erotischen Möglichkeiten? Du und Ashley, endlich allein. Du hast die Vorarbeit geleistet. Du warst der perfekte Gentleman. Jetzt hol sie dir endlich in die Kiste! Ja. Vielleicht hast du recht. Du bist ein Killer, Bro. Keine Furcht, keine Gnade. Ich meine, sie wird nicht wissen, wie ihr geschieht. schon gut, kapiert. Wow. Na, ich schon mal. Wie lautet der Plan, um in die Lodge meiner Eltern einzubrechen? Ich hab nicht gesagt, ich hätte einen Plan. Ich dachte, du hättest einen. Hilf dir was aus, Kumpel. Sonst hast du hier. Muss ich da kämen? Nee, weit mehr. Die sich den Hintern abfrieren. Ich sag's dir gleich. So kriegst du sie nicht in die Kiste. Oh, shit. Keiner steht auf Frostbeulen. Ja, hogy erre kell tovább menni. Ott előtte mondta, hogy nem viszed az ágyba.
mal draußen und könnte es tatsächlich benutzen. Findet man ohne dein Handy klar? Hä? Wieso? Du redest von nichts anderes. Naja, es kann also viel Zeug und... Ja, hast du eine App, die uns in die Lodge reinbringt? Oh. Eine App, mit der du ein Date kriegst? Ja, eigentlich gibt's also, da... hast du nicht. Die Antwort nicht. Ist... Hast du nicht. Valaki elvette. Ja, das nenne ich ja mal clever. Sehr gut. Na? Gázablakon vagy mi? Ja, ja. Ott tovább vagy mi? Nem ablakon. Alles okay? Hätte ich in der Kletterstunde mal besser aufgepasst. Sikítok a mosin a postás. Du meinst Sport? Ja, da wo man das Seil hoch muss. Kezdődik. War ich das? Ich glaub nicht. Hier, nimm das. Kezdődik a sötétség, meg minden kutyafasza. Oh, Chris, ich hab gerade eine Wahnsinnsidee. Ja? Absolut. Lass hören. Okay, also, ich bin ziemlich sicher, ich hab noch irgendein Deo in einem der Badezimmer. Benutzt doch das mit dem Feuerzeug. Ich schnall das nicht. Wie soll uns ein Deo-Stift denn helfen? Spray, Mann. Es ist Spray. Oh, ja. Jetzt verstehe ich. Flammenwerfer. So wie bei unseren Spielzeugsoldaten. Ja, die so schön schmelzen. Einfach das Spray ans Feuerzeug halten und... Der Meer zu schicken Bingo. Okay, du kriegst es hin. Ich muss schnell was erledigen. Ist es okay, wenn du dich kurz allein durchs Dunkel kämpfst? Nein, aber ich mach's. Geh mit Gott, Partner. Egy deót kell keresnünk. Totem. Valaki megénk, csúnyán. Semmi. Ah, echt cool. Familie. Nem érdekel, mi volt az. Csak menjünk. Oh! Hi Chris, wirklich witzig. Da, woran habt ihr mich erkannt? Solltest du nicht mal das Schloss öffnen oder sowas? Okay. Azért nem vagyok beszédes, mert félek. Ott jöttem be, akkor megyek erre. Jó nagy terület. De most komolyan. És ez a hang, ez a zene.
ott is egy-két. Csináld már! Miért kell mindig ilyen elhagyatott helyeken játszani, és mindig egyedül? És miért kell ide lejönnöm, és nem látok semmit? Volt valami? Itt csillognak dolgok. Ez is csak egy kép. Egy kulcs, hogy valami nem lenne már rossz. Szívkörcsöt kapok mindjárt. Ilyen nagy területre beküldeni egyedül. De most komolyan? Telefon. Eine neue Nachricht. Neue Nachricht. Hi, Mrs. Washington. Hier ist Sergeant Tate nochmal. Ich fürchte, ich habe schlechte Neuigkeiten. Nee. Wir haben die Fallakten durchgesehen und man kann da nichts tun. Er ist ein freier Mann. Wir können seine Bewegungsfreiheit nicht einschränken. Ich weiß, das ist nicht, was Sie hören wollen. Rufen Sie mich an, wenn Sie mehr wissen wollen. Ende der Nachricht. Már nem tudok hová menni. Ja, föl. Nyitott ablak. Nem lehet becsukni. Magyarul. Perfekt. Wir frieren doch hier draußen. Jó, van, visszament magától. Most komolyan ezt kellett csinálni? Danke, danke, danke. Die Show läuft die ganze Woche. Shit! Das Ding hat mich erschreckt. Was war das? Bist du okay? Es war ein Bär oder ein Tiger oder sowas. Oh, ich wollte Tiger. Nur ein süßer kleiner Baby viel Fraß. Baby? Keine Sorge. Du wirst bald ein großer Junge sein.
Halt tut jo lenne becsukni so azé. Würde ich das nicht ausdrücken. Oh mein Gott, es tut so gut drin zu sein. Auch wenn es hier irgendwie ziemlich eisig ist. Ich mach mal Feuer an. Hideg, ja. Hat sich kaum was verändert. Es war niemand hier oben. War nicht die Polizei ständig hier? Nein, in letzter Zeit war ja nicht viel los. Oh. Was geht, Party People? Hey! Hey! Mhm. Fühl dich wie zu Hause, Bro. Klar doch. Ja, komm doch rein. Mach's dir bequem. Nimm dir, was du willst. Aber das machst du ja sowieso. Stimmt's? Wow, ganz ruhig, Cowboy. Aha. Wieso verdammt warst du mit M auf dem Weg? Was? Ich hab euch gesehen. Durch das Teleskop. Vorhin? Wir haben uns zufällig getroffen. War eine Weile her, deshalb haben wir uns umarmt. Ist das verboten? Klar. Ja, Mann. Sorry, es war ein langer Tag. Ich habe einfach überreagiert. Hey, Mann. Kein Ding. Alles cool? Ja, ja, total. Meg kellett neki mondani, mi baja van vele. Oh mein Gott, das ist so eklig. Hast du vor, sein Gesicht aufzufressen? Im Ernst jetzt, durchschaubarer geht's ja bald nicht mehr. Niemand will dir dein Revier streitig machen, Schätzchen. Entschuldige bitte. Oh, hast du was gesagt? Oh, hast du mich nicht gehört? War deine Flittchenshow zu laut? Da ist wohl jemand verbittert, weil sie nicht landen konnte. Ja, ist ja auch wie beim Viehmarkt bei deinem Traumtypen. Glückwunsch zur schönsten Kuh. Nein, wie kreativ. Nennt Miss Homecoming eine Kuh. Ja. Hey, du verdirbst allen hier die Partystimmung, Jess. Eifersüchtig? Emily lässt dich wohl auch nicht ran. Hey, das ist echt nicht... Hör! Von mir aus. Es ist mir sowas von egal, was du denkst. Wenigstens kann ich denken. Jahrgangsbeste Einserzeugnis. Denk daran, wenn du den Chef vögelst, damit er dich einstellt. Er braucht Noten, wenn man schon alle natürlichen Vorzüge im Überfluss hat. Oh, bitte. Ist das dein Ernst? Glaubst du, das ist eine Beleidigung? Das Flittchen ist auf Crack oder sowas. Entschärfen. Emily, stopp! Das geht echt zu weit. Es gibt keinen Grund, sich so aufzuführen. Ja, warum streitest du dich um deinen Ex-Lover, Hört auf! Das ist nicht der Grund für unser Treffen. Das hilft uns nicht. Das ist nicht, was ich wollte. Okay, ehe wir uns nach 10 Minuten schon umbringen, brauchen wir vielleicht eine Pause, oder? Mike, sieh dir doch mal die Gästehütte an, von der ich dir erzählt habe. Ja. Ja, okay. Willst du mitkommen? Hauptsache weg von dieser Hure. Ich seh beim besten immer. Ein Stück den Weg hoch. So viel dazu. Ja. China, Düse. Also Josh, sollen wir Feuer machen? Wo ist meine Tasche? Ha? Huh? Meine Tasche. Die, das kleine Ding mit dem pinken Muster, die vom Rodeo Drive. Matt, hörst du mir zu? Oh mein Gott, weißt du das nicht mehr? Neben dem italienischen Schuhgeschäft, da gab's diese Stilettos und... Du hast das Regal umgeworfen, weil du die Kassiererin angegafft hast. Was ich meine, sie hat doch nur nach meiner Teamjacke gefragt. Klar, weil sie echt abgefahren ist auf deine Designer-Teamjacke. Was hast du gegen meine Jacke? Matt, ich brauche meine Tasche. Oh mein Gott, M. Vielleicht hast du sie nur vergessen? Glaubst du ernsthaft, ich vergesse meine Tasche? Also, schätze nicht. Du musst sie an der Seilbahnstation vergessen haben. Komm mit, Schatz. Wir sind bald zurück. Okay. Und dann können wir uns aufwärmen? Ja, und zwar richtig warm. Okay. Okay, dann los. Na, most meghalunk. Okay, ich nehme jetzt ein Bad. Im Exil. Im Sexil. Nichts dagegen. Oh, wie weit ist es überhaupt zu dieser Hütte? Diese Hütte ist das gemütlichste und romantischste Liebesnest, das du je sehen wirst. Mhm. Falls wir jemals ankommen.
Ich glaube, das Glück ist heute auf unserer Seite. Mach alles richtig, vielleicht wirst du dann noch glücklicher. Hey, Pornostars! Ihr braucht den hier. Pornostars? Ich würde mir ansehen. Geht. Sorry für den kleinen Rausschmiss. Ist okay, Mann. Oh, ich bin sicher, ihr vertreibt euch die Zeit schon irgendwie. Mhm. Dir viel Spaß auf den billigen Plätzen. Oh, fast vergessen. Ihr müsst den Generator anwerfen, damit ihr seht, wo ihr hingeht. Ist dunkel da draußen. Okay. Okay. Verstanden. Ich glaube, Josh hat mit mir geflirtet. Okay. Willst du fragen, ob er mitkommen will? Was, wirklich? Was? Nein. Na, menjünk. Igen, csak van ő itt generátor, ahogy ő mondja. Most mi van? Miért állsz meg? Muszáj minden sztorit végig nézni? Hey, knackás! Photo session? Klar doch! Super! Oké, okay, baby, vetkőz, pucsics! Szerzi. Okay. És bepucsít. Rám pucsít. Fuck. Oh mein Gott, das ist perfekt. Igen. Ihr seid so ein heißes Paar. Krass. Kinetted Facebookra. Du hältst die Kamera bereit, dann wird es vielleicht sogar ein Portfolio in der Hütte. Oh, okay. Vermerkt. Na, menjünk most már. Knackars. Es ist eiskalt hier draußen. Na, da kann ich Abhilfe schaffen. Und wie willst du das anstellen? Ich hätte da ein paar Ideen. Ott volt valami. Hier ist wohl alles ein bisschen runtergekommen. Irgendwie schade. Megvárt a kis csaj. Biztos fél a sötétben. Lehet jobban, mint én. Mondjuk azt kétve hiszem, hogy jobban, mint Emily én. Emily ist so dumm, wie sie aussieht, wenn sie wirklich denkt, sie könnte sich zwischen uns beide drängen. Wenn wir Glück haben, folgt sie uns hier raus und hat einen Unfall mit einem Bären. Ja, sie ist anstrengend. Aber mach's ihr nicht so schwer. Sie ist noch ziemlich daneben seit dem Schlussmachen. Hallo? Nicht mein Problem, Mike. Und deins ist es auch nicht. Nuki, Nuki. Nein, ich meine, natürlich nicht. Ich sag ja nur, man soll keinen treten, der schon am Boden liegt. Und ja. Ich verbringe meine Zeit lieber im Liegen mit dir. Verstehst du mein Wortspiel? Extra für dich? Ja, okay. Na. Aber sie soll sich lieber raushalten, sonst trete ich nach. Okay. De most már tényleg menjünk. Hol az a generátor? Itt. Totem. Jól van, akkor mondom, hogy boholc jön. Direkt kiválasztom, hogy ne jöjjön erre, pont az jön. Okay. Mal sehen. Boom. Sehr gut, Mikey. Menjünk. Tada! Tada! Sesam, öffne dich. Ziemlich gut, oder?
Ja, total, das ist... Mach mal Kalum. Oh ja, ich hab die Hits. Bist du schon gespannt? Du siehst nicht gespannt aus. Ich bin sowas von gespannt, Süße. Das ist wie ein kleines Abenteuer. Ein Sexurlaub. Boah. Oh, ich stelle mir jetzt. Absperrband. Wegen Hannah und Beth. Wieso räumen die das nicht weg? Tja, die Ermittlungen wurden nie abgeschlossen. Okay, jetzt kriege ich Gänsehaut. Tja, wo auch immer sie sind, okay. Sie freuen sich bestimmt, dass wir alle an sie denken. Eine schöne Art, die Sache zu sehen. Mit várok? Horrorjátéktól elvárom, hogy ne legyen horror. Hát úgy is lesz. Csak nem akartam a legkomolyabbat kiválasztani. Azt hittem, hogy... Na, jól van akkor. Azt hittem, hogy pont azok kimaradnak majd, amit beválasztok, hogy attól félek. Erre pont fordítva. Itt várható itt a zombikat. Meg a boholcokat. Verdammt. Ich glaube, wir kommen nicht zur Hütte, wenn der Weg blockiert ist. Auf keinen Fall gehe ich zurück in diese Lodge zu den Schießbudenfiguren und trinke heiße Schokolade mit Emily. Jess! Kästödig. Fuck! Hey, Jessica! Ja, hey! Alles gut! Heilige Scheiße, du hast mich voll erschreckt. Was meinst du, wie es mir geht? Hast du dir den Kopf angeschlagen? Soweit ich das sehe, sind noch alle von meinen 7 Armen dran. Ja. Kannst du raus? Ich weiß nicht. Ich kann hier unten überhaupt nichts erkennen. Okay, Jess, da ist eine Lore. Ich glaube, wenn du sie wegschiebst, kommst du vorbei. Gut. Okay, ich werde probieren. Nein, bitte. Sie ist zu schwer. Ja, hier weg. Hey, also, Babe, siehst du den kleinen Spalt da? Zwischen Lore und Wand? Diesen witzig kleinen Spalt? Ja, vielleicht kannst du dich einfach, naja, durchschlängeln oder so in der Art. Deine Meinung über meine Figur gefällt mir wirklich, aber ich glaube, mit diesen Ladies geht das nicht. Oh. Nem ezt azt akartam, hogy lemenni. Menj már le. Kapiert. Menj már le. Okay. Also, wie wär's, wenn du mir die Lampe runterwirfst oder, naja, wie ein echter Held runterspringst und mir raushilfst? Okay, ganz ruhig. Ich komm zu dir. Beeil dich aber, bevor mich ein anderer sexy Muskelprotz... Ott volt valaki. Hey, Adonis! Hilfst du mir, diese Lore wegzuschieben? Okay. Láttátok? Hilf mir schieben! Also, wie wir beide zusammen stöhnen, habe ich mir anders vorgestellt. Menjünk, baby. Ich kann nicht sagen, wie viel ich fehle. Hier habe ich eine Menge Vibes. Komm, zwar nur die richtig gruseligen. Kann ich was tun, damit du die Gänsehaut loswirst?
Spar dir das für die Hütte, Poser.